Mehr Tore als in jedem Bundesliga-Rückblick. Wir sind die Gewinner an Spieltag 4. Let's go. So, lass mal gerne ein Like da für den Back-to-Back-torreichsten Spieltag der bisherigen Runde. Wieder 35 Buden reingezaubert. Und ich hatte heiße Picks am Freitag. Schauen wir mal ganz kurz rein. Und der schädelt einen rein, sage ich. Tom Rothe, mein Pick hier. Tom Rothe sticht. Mein Mann ist Kevin Schlotterbeck. Kevin Schlotterbeck sticht. Und wird Zeit für seinen ersten Treffer, Cenze Grifo. Sticht, sticht, muss ich hier den Doppelten machen. Und ja, da waren viele Hits dabei, unter anderem auch meine unentschieden Calls für die beiden Aufsteiger. Also richtig, richtig cooler Spieltag. Und mit dieser Euphorie gehen wir rein in die Gewinner des vierten Spieltags. Wir fahren nach Heidenheim ins Auswärtsspiel. Da waren die Freiburger zu Gast. Und Alter, das Tor von Ritz Doan zum 1:0. Mama Mia, würde Grifo wohl sagen. Müller denkt, der fliegt am Kasten vorbei, will den Ball eigentlich auch schon holen gehen und dreht dann ab, weil das Ding knallt dir an den Innenpfosten und dann rein. Also kuriose Szene. Und ja, das war der Freiburger Knotenlöser am Wochenende. Bringt Schusters Jungs direkt hier auf die Gewinnerstraße. Sein zweiter Saisontreffer nach jetzt 4 Spielen. Der Mann hat was vor. Ich habe hier noch Harmonie Offensive, habe ich hier notiert. Das Offensivkonzept. Konstrukt wirkt. Total eingespielt aktuell, auch mit Neumann, Adamu. Laufwege, Arbeit gegen den Ball. Das sieht alles richtig, ja, flüssig und richtig gut aus. Und er ist für mich auch so ein kleiner Manager-Cheat. Ritz Doan gegen Bochum schon offensiv einer der besten. Japanische Dribbelmaus. Da nämlich auch die 15 bei den erfolgreichen Dribblings. Und ja, hohe Schussfrequenz hat er auch im Schuh mit knapp 3 Schüssen pro Spiel. Mein Gewinner Nummer 5, Ritz Doan mit der Liga-Insider-Note 2,5. Wir kommen zu Platz 4 und das ist der Mann hier aus dem Freitagsspiel. Boah. Was ein heißer Tanz da. Augsburg gegen Mainz. Die Karten flogen und auch die Tore. Und er flog auch hier in die Luft und zwar im Kopfballduell gegen Essende. Ausgestattet mit unserer Liga-Insider-Note 2,5. Ja, Mainz hat einen neuen Abwehrchef. Vor 3 Wochen hatte ich ihn noch hier im Factsheet und da hat mir mal seine Statistiken angeleuchtet der letzten Saisons und Wahnsinn. Also der macht da quasi genauso weiter. Der hat das Verteidigen einfach in seiner DNA. Defensiv stark, nämlich auch am Wochenende. Zweikampfboden 63%, in der Luft 71% unterwegs und 15 geklärte Bälle. Also absoluter Beast-Mode-Stat hier. Abgefangen, auch noch plus 1 und Blocks hat er auch noch 2 drin gehabt, also absolute Stats-Maschine, Jens ist unterwegs. Und Siegermentalität möchte ich ihm hier auch nochmal akkreditieren, das war ja so ein Ding, wo ich mir nicht sicher war bei ihm, aber er führt die Mainzer hier zum ersten Saisonsieg, klar, müssen wir Johnny Burkhardt auch nochmal kurz hervorheben, er hat natürlich auch großen Anteil mit seinem Doppelpack, aber Jens, für mich einer der absoluten Leader vom Wochenende, genauso wie Kevin Stöger. Und jetzt kommen hier vielleicht die ersten Leute und sagen, hä? Wieso in Gladbach? Die haben noch verloren. Ja, aber Stöger hat unheimlich viel fürs Spiel gemacht. Er war die Schaltzentrale, also das super Bindeglied zwischen Defensive und Offensive. Ein richtiger Ankerpunkter. Er ist der Datenmeister gewesen. Habe ich mal hier 2 Stats für euch. 49%, 2 Kämpfe gewonnen als offensiver Mittelfeldspieler. Finde ich richtig gut. Und jetzt aufpassen. 13 Torschussvorlagen. Einfach legit 13. Ja, so viel machen einige nicht mal in der ganzen Saison. Borussia Mönchengladbach hat wieder einen richtigen Chef, auch wenn das Spiel jetzt verloren geht. Ja, die spielerische Komponente, die sie jetzt mit Kevin Stöger bekommen, die hat er jetzt schon quasi inne, hat schon diese Chefrolle und auch bisher nur gegen starke Gegner fast nur gespielt. Darunter Leverkusen, Frankfurt und Stuttgart. Ja, an ihm wird Gladbach noch richtig viel Spaß haben. Meine 2, das ist der kongeniale Partner von Doan, das ist Vincenzo Grifo. Ich habe den ersten Saisontreffer, habe ich gecallt und weil es so schön war, macht er direkt noch einen oben drauf. Auch beim Torjubel, Alter, mit so einer Power fliegt er da durch die Luft. Der Typ absolut zurück in seiner Prime von vor 2 Jahren, Vincenzo Grifo. Und das liegt auch so ein bisschen, ja, der hat wieder so seine Leichtfüßigkeit. Die Dribblings kommen wieder mit so einer kleinen Tanznote um die Ecke und er wirkt spritziger, austrainierter, macht richtig Spaß, der Junge. Und Aura ist ein Wort, das sollte ich von Wave the Breaker, das wollt ihr hören, ja, jetzt bekommt er es, die Grifo-Aura. Schuster braucht hier einen Anführer und da ist er, Vincenzo Grifo. Er nimmt die jungen Wilden auf seine Schultern, katapultiert Freiburg aktuell auf Platz 3 und sich in unserem Ranking auf die 2, die ganze Zeit der Note 1,5.
ist er hier mit am Start aus der Redaktion für den italienischen Feinfuß. So, und da habe ich hier noch drei Honorable Mention, weil Big Player. Flo Wirt, müssen wir noch irgendwas zu Flo Wirt sagen? Unfassbar, der Junge. Macht einfach so viel Spaß. Dennis Undav im Top-Duell mit Top-Flex, Doppelpack für ihn. Und ja, im 5-1 für mich einfach Game of the Week und er auch mit einer heißen Performance da. Und dann Michael Olise meldet sich an. In der Bundesliga Scorer 2, 3, 4 und 5. Nimmt nochmal richtig Feuer auf, gerade rechtzeitig vorm Topspiel gegen Bayer Leverkusen. So, und meine Eins, das ist der Mann, der gestern Benzebaini und Schlotterbeck in den Tierpark geschickt hat. Mio in seiner Form of his Life habe ich hier stehen. Ich fand den bei Olympia schon richtig, richtig geil. Da unfassbar auch schon mit Finaltor. Und jetzt drei Scorer gegen die Borussen, gegen Dortmund. Solo des Lebens, es war mit drin und wir haben auch die Anton-Pfiffe haben wir gehört und deswegen war es auch ein richtig emotionaler Win für alle Stuttgarter. Nach einem echten Kaltstart nehmen die jetzt wieder so richtig Feuer auf und Enzo Mio ist hier mittendrin mit der Liganzeller-Note 1. Ja Leute, das waren meine Gewinner. Schreibt mir mal in die Notes rein, wen ich denn hier noch vergessen habe und dann würde ich sagen, verabschiede ich mich mit einem kleinen Liga-Insider Kickbase-Guide-Gruß. Und zwar, der ist wieder am Start. Morgen geht's weiter. Wir ranken die aktuell besten Stürmer. Und damit gehe ich jetzt hier raus und wünsche euch noch einen richtig schicken Start in die Woche und sag Tschüss.